Ja, es ist mal wieder soweit, der alljährliche Schersberg mit dem Jugendfilmpreis ist mal wieder am Start. Wir sind schon zum vierten Jahr jetzt mittlerweile mit dabei. Diesmal mit einer etwas kleineren Gruppe. Wir sind zu zweit diesmal mit Morris und ich. Ja, und wir sind gespannt auf eine Menge hoffentlich guter Filme. Und wir werden das Wochenende ein wenig dokumentieren, denke ich. Gleich geht die erste Film-Session los, der erste Filmblock um 19:30 doch. Abgeben. Sehr gerne. Unser Film wurde, also All About Us wurde jetzt gezeigt. Auf den Film waren wir ein bisschen am meisten gespannt, weil wir da eigentlich die meiste Arbeit rein investiert hatten. Und der kam sehr gut an. Vielleicht besteht die Chance, dass wir noch ins Finale gewählt werden. Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Jetzt gehen wir wieder zurück und gucken den Rest. Und danach wird schon abgestimmt. Also gleich mit Morris Van zum Metro Kedu nach Kiel. Dort wird das Finale stattfinden und wir sehen noch ein paar sehr schöne Filme. Hey! Ja! Das war meine Frau. Und ja, das passiert. Und dann melden wir uns wieder aus dem Auto. Gut. Safe in Kiel angekommen. Jo. Parkplatz gefunden. Jo. Sehr glücklich darüber. Und jetzt checken wir die anderen Filmemacher ab. Sind gleich beim Metro und finden die da bestimmt. Okay, wir fangen an mit dem Jugendfilmpreis. Ich mache es ein bisschen spannend und sage erstmal was über den Film. Dann können alle noch ein bisschen raten, welcher es wohl ist. Ja, genau. Wir haben uns für einen Film entschieden, der den Betrachter immer wieder überrascht, weil man gar nicht genau weiß, was passiert hier eigentlich gerade. Bin ich in einer Komödie oder bin ich in einem Drama und einer plötzlichen Überraschung nach wird alles anders? Und bis zum Schluss kann man sich eigentlich nicht ganz sicher sein, wie das Ganze ausgeht. Ja, sagen wir es. Also, perhaps you noticed is it. Der Jugendfilmpreis geht von uns an Let's Make Friends. Unser Nachwuchsfilmpreis geht aus Liebe zum Alkohol, richtig? Ja. Dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Ja, unbedingt. War das die Schlussfolgerung? Ja. Okay.